Exponentialfunktion steht jetzt als nächstes auf dem Programm und ich habe so ein bisschen über das Pflanzenschutzmittel Glyphosat gegoogelt, weil das immer heißt, ja, das Ding ist so gefährlich, vor allem auch in Verbindung mit gentechnisch veränderten Gemüsesorten zum Beispiel, die speziell resistent dagegen sind. Und habe mal geschaut, wie viel von diesem Mittel eigentlich so pro Tag zerfällt, wenn man es auf den Boden bringt. Und da gibt es also mehrere Werte, es hängt immer wieder vom Klima ab, beziehungsweise auch von der Bodenbeschaffenheit. Aber so ein Durchschnittswert ist in etwa 1,5% pro Tag, die da zerfallen. Und habe da mal ein bisschen angefangen zu rechnen, wie schnell oder wie langsam das eigentlich geht. Und wenn jeden Tag 1,5% zerfallen, rechnet man das ja am besten nicht mit diesen 1,5%, die jetzt zerfallen sind, sondern man rechnet immer geschickter mit den Prozenten, die noch da sind, also mit dem Anteil, der noch da ist. Und wenn ich jetzt von den anfänglich 100% 1,5% abziehe, bleiben mir klarerweise jetzt noch, wie viel bleiben mir über? 100 minus 1,5% sind klarerweise 98,5%. Und jetzt bin ich von einem erfundenen Anfangswert von 3200 Gramm ausgegangen. Und wenn ich diese 98,5% habe, rechne ich das am besten mit dem Änderungsfaktor 0,985. Also ich verschiebe einfach das Komma um zwei Stellen, dann werden aus den 98,5 wird da der Faktor 0,985 draus und ich brauche nur mehr meinen Anfangswert mit diesem Änderungsfaktor multiplizieren. Also diese erfundenen 3200 Gramm, die sozusagen jetzt in der Angabe stehen, mal den 98,5%, also mal 0,985 und es kommt raus, dass nach einem Tag jetzt noch 3152 Gramm im Boden sind. Gut, wie schaut das jetzt für mehrere Tage aus? Also angenommen, wir hätten jetzt zwei Tage, wo das schon im Boden drinnen ist. Naja, da muss ich natürlich meinen Anfangswert zweimal mit dem Änderungsfaktor multiplizieren. Einmal multiplizieren, dann weiß ich, wie viel nach einem Tag noch da ist. Und dann zerfallen von dem noch einmal 1,5%, also wieder mal 0,985. Und geschickter kann ich das natürlich gleich so aufschreiben, dass ich Anfangswert mal 0,985 hoch 2 schreibe. Ja, und dann weiß ich, wie viel nach zwei Tagen noch da sind. Und so geht das einfach immer weiter. Bei drei Tagen müsste ich dreimal mit meinem Änderungsfaktor multiplizieren und komme dann eben auf den Wert nach drei Tagen. Und jetzt ist es, glaube ich, klar, wie das für x Tage ausschauen wird. Also wenn ich da jetzt mir überlege, ich muss meinen Anfangswert mal den Änderungsfaktor nehmen und den nehme ich hoch der Anzahl der Tage, die ich habe. Also in dem Fall 0,985 hoch x und da kommt dann mein Wert nach x Tagen heraus. Ja, Wert nach x Tagen klingt jetzt ein bisschen sehr unmathematisch, wir nennen es gleich, so wie es normalerweise auch heißt, f von x. Und es ist ganz wichtig, dass man weiß, was diese Zahlen bedeuten. Also die erste Zahl hier ist der Anfangswert, dann habe ich hier den Änderungsfaktor, also bei unserem Beispiel einen Wachstums- oder Zerfallsfaktor. Die Hochzahl, der Exponent, ist immer die Anzahl der Tage oder Minuten oder Wochen oder Jahre, je nachdem, was ihm in der Angabe vorkommt. Und wenn ich für x jetzt bei meinem Beispiel eben die Tage einsetze, dann kriege ich für f von x als Ergebnis den Wert am Ende raus, also eben nach so vielen Tagen. Und das ist eben die allgemeine Formel. Ja, das heißt, ich habe hier f von x ist gleich a mal b hoch x, a wie Anfangswert und b wie, boah, das dauert aber lang, bis das zerfallen ist oder so ähnlich. Na, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Aber wichtig ist diese Formel. Das ist die allgemeine Formel für die Exponentialfunktion. Exponentialfunktion deshalb, weil die Variable x, also die unabhängige Variable, die auf der ersten Achse aufgetragen wird, das Argument, sagt man auch, im Exponenten steht. Also das x steht im Exponenten.
Interessant ist in dem Zusammenhang vor allem das B. Also wie komme ich jetzt auf diesen Änderungsfaktor? Der ist eigentlich ganz logisch. Also angenommen, wir hätten ein Wachstum von 12%, dann kann ich mir überlegen, es kommen 12% zu 100% dazu. Damit habe ich 112%. Und 112% entsprechen einem Änderungsfaktor von 1,12, weil ich ja wieder das Komma um zwei Stellen verschieben muss. Ja, versuch mal, ob du diese Beispiele hier alleine lösen kannst. Du musst dazu natürlich das Video stoppen, weil jetzt kommt schon die Auflösung. Was ganz wichtig ist, du kannst aus diesem B direkt die Prozente ablesen. Also wenn hier, wie zum Beispiel im ganz letzten Beispiel, 0,88 steht, weißt du automatisch, das ist ein Zerfall um 12%, weil eben diese 12% von den 100% jetzt fehlen. Ja, und noch was kann man aus dem B ablesen? Wenn du die Prozente für mehrere Tage ausrechnen willst, also angenommen wieder für 3 Tage, die Formel kennst du ja schon, dann ist in Wirklichkeit nur der Wachstums- oder in dem Fall Zerfallsfaktor und die Hochzahl wichtig. Das 3200 brauchst du nicht, weil dich interessieren ja nur die Prozente. Und alles, was du machen musst, den Taschenrechner nehmen, 0,985 hoch 3 eingeben. Da kommt dann 0,95567, also ungefähr gerundet 0,956 raus. Und diese 0,956 sind ja 95,6%. Und jetzt weißt du, nach 3 Tagen hast du noch 95,6%. Und das bedeutet im Umkehrschluss, weil ja am Anfang waren es 100%, dass jetzt schon 4,4% zerfallen sind, weil die fehlen ja jetzt auf die 100%. Also relativ einfache Sache, die man hier sofort ablesen kann. Ja, so geht es jetzt weiter. Jetzt solltest du GeoGebra nehmen und einmal so eine allgemeine Exponentialfunktion eingeben, am besten mit Schiebereglern gleich, also das A und B gleich mit Schiebereglern. Und dann habe ich hier einige Fragen an dich. Wo im Graphen kann man das A sofort ablesen? Das sieht man sofort, den Anfangswert. Dann, wieso ergeben Änderungsfaktoren, die 0 oder kleiner sind, überhaupt keinen Sinn? Also man setzt immer voraus, dass B sollte hier größer als 0 sein. Dann, wie kann man aus den Werten von B auch sofort sehen, ob die Kurve steigt oder fällt? Es hängt auch ein bisschen mit den Vorzeichen von A zusammen, wobei das dann natürlich jetzt kein biologischer Wachstum oder Zerfallsprozess ist, sondern einfach eine allgemeine mathematische Funktion. Und als letzte Frage, gibt es hier irgendwo Asymptoten, also Geraden, wo sich die Kurve unendlich nah annähert? Ja, es wäre schön, wenn du diese Fragen alle beantworten könntest. Viel Spaß!